Steht im Garten und tut, was er soll, nämlich heizen. Der Aufbau klappt mit etwas Geschick alleine. Kann ich nur weiterempfehlen. Der Terrassenofen entspricht exakt der Beschreibung. Die Qualität und Verarbeitung des Artikels. Ein wunderschöner Gartenterrassenkamin, der mediterran und sehr stilvoll aussieht. Rundherum ist das Feuer anzusehen, einzig bei Wind gibt's ziemlich Qualm dadurch. Aber am besten genießt man ihn eh bei windstillen Abenden. Gut verarbeitet und ein echter Hingucker. Lesen Sie weiter. Qualität und Preis sind absolut gerechtfertigt. Sehr schöne und stabile Ausführung. Kann ich nur empfehlen. Joa ist größer und breiter als ich dachte. Ein Hingucker. Aber ansonsten ist die Verarbeitung jetzt nicht überragend, aber trotzdem ganz in Ordnung. Der Zusammenbau war auch anfangs mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Man könnte vielleicht für diesen Preis noch einen kleinen billigen Schraube. Außer dass das Paket mit den Schrauben nicht ganz gepasst hat, war alles perfekt. Der Aufbau ging ganz einfach, das Schiebegitter ist sehr vorsichtig zu bedienen, sonst fällt es leicht aus der Führung. Leider rostet das Produkt wirklich sehr schnell nach einem Regenguss, aber jeder gute Heimwerker hat ja etwas Harmerik daheim. Deshalb voll in Ordnung. Als Schutzplane nehme ich eine Stapeltoolplane, die gut passt, da ja die Maße des Ofens sehr speziell sind. Die Verarbeitungsqualität ist ziemlich gut. Konnte keine Defekte, rostige oder abgebrochene Stellen entdecken. Was die Haltbarkeit betrifft, so wird sich das noch zeigen müssen. Hier könnte der Regen problematisch werden. Aber auch dafür gibt es entsprechende Abdeckungen, die ich empfehle, mitzukaufen. Der Aufbau des Ofens war etwas umständlicher als erwartet, auch wegen dem hohen Gewicht von ca. 25 kg. Für den Aufbau sollte man etwa 30 bis 60 Minuten einplanen. Steht der Ofen einmal, so ist er ein echter Hingucker und kommt in echt noch besser zur Geltung als hier auf den Produktbildern. Zudem besitzt der Ofen einen kleinen Aschebehälter sowie einen Schürhaken. Die Bedienung des Ofens ist denkbar einfach und es passt auch genügend Holz rein. Das Highlight des Ofens ist sicherlich die 360-Grad-Grad-Optik. Daher kann eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen werden. Update: Ihr solltet unbedingt darauf achten, rechtzeitig einen geeigneten Überzug für den Ofen zu finden. Bereits einmal Regen genügt, damit dort materialbedingt erste kleine Rostflecken entstehen. Ansonsten sind wir nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gartenobjekt. Ein optischer Hingucker für jede Terrasse oder Sitzecke. Ich habe bis jetzt noch keinen Makel gefunden. Klick Link in Description for more reviews. Thanks for your watching.